Und somit sind es noch 5, die hier gerade kämpfen. Und auch wenn es ein wenig verwundern mag, aber da scheint Felix Höfer gerade ein bisschen kämpfen zu müssen. Da wird der Schritt ein bisschen schwer. Und vorneweg, da ist es Silas Zalten, der jetzt hier gerade die Lücke aufreißen lässt. Der drückt hier vorne nochmal ordentlich auf die Tube. Und so ist es Jonas Patry, der Einzige, der ihm da noch folgen kann. Dann klafft die Lücke und Noah Böck läuft da gerade auf den Bronzerang. Aber vorneweg das übrigens Silas Zalten für die Energieprodukts Münster. Vor 2 Wochen erst in Göttingen bei der U23 DM hat Silas Zalten die Bronzemedaille geholt und hier könnte es auf Gold hinauslaufen in der U20. Aber ich kenne da einen, der will es ihm streitig machen, das ist Jonas Patry. Der hängt da immer noch dahinter, sieht aber nicht mehr so entspannt aus hier im Gesicht. Und jetzt geht's eben in die letzte Runde. Nein, es geht schon ins Ziel. Das ist unser neuer deutscher Meister, Silas Zalten von der LG Brillux Münster.